Hallo zu meinem Bericht aus der Bundespressekonferenz, die Sie heute hier hinter mir sehen. Ich musste in den Schatten, weil wir heute den zweiten richtigen Sommer- oder Frühlingstag hier in Berlin hatten. Es ging um Corona, wie immer. Ich hatte einen Bericht auf meiner Seite. Der Deutsche Ärztetag hat gefordert, dass man jetzt auch die Kinder impft. Und es hieß in einem Beschluss des Deutschen Ärztetages, nur wenn hier die Kinder geimpft werden, dann sei ein normaler Schulbetrieb im nächsten Winter denkbar. Und ich wollte die Bundesregierung heute fragen, ob sie sich diese Forderung zu eigen macht. Schauen Sie sich die Frage und die Antwort an. Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn Gülde. Herr Gülde, der Ärztetag fordert eine umfassende Covid-19-Impfung von Kindern. Zitat: Das Recht auf Bildung mit Kita und Schulbesuch kann im Winter 2021/22 nur mit rechtzeitiger Covid-19-Impfung gesichert werden. Wie sieht generell dieses Thema das Gesundheitsministerium? Welche Pläne hat es da? Ja, Herr Reitschuster, Sie wissen, es gibt derzeit einige Bemühungen, die Impfstoffe, die verfügbaren Impfstoffe auch für Kinder freizugeben, also zurzeit BioNTech ab 12 Jahren. Es gibt weitere Zulassungsverfahren auf dieser Ebene. Und ja, natürlich, auch wir haben halt eben gesagt, es ist wünschenswert, dass Kinder sich impfen lassen können. Zurzeit geben das aber halt eben die Zulassungsdaten noch nicht her. Soweit aber diese Möglichkeit halt eben besteht, ja, wollen wir natürlich auch die Impfkampagne auf Kinder und Jugendliche gerne ausweiten. Wie sehen Sie da die Risiko-Nutzen-Abwägung bei Kindern, weil wir relativ selten schwer erkranken und die Nebenwirkungen doch relativ häufig sind? Also mir sind jetzt ehrlich gesagt aus den Zulassungsstudien keine Nebenwirkungen bei Kindern bekannt. Insofern die Risiko-Nutzen-Abwägung, die erfolgt dann immer durch die ständige Impfkommission und die erfolgt dann auch auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten. Herr Jung. Ja, also für mich klang das so, dass wir uns darauf einstellen können, dass die Kinder ab September genauso unter Druck gesetzt werden, beziehungsweise ihre Eltern sich impfen zu lassen, wie das heute schon bei den Erwachsenen erfolgt. Was hier besonders brisant ist, ich habe, wenn das erscheint, den Artikel hoffentlich schon auf meiner Seite, dass es über 500 Todesfälle nach Corona-Impfungen in Deutschland gab, bisher laut Paul-Ehrlich-Institut, Bundesbehörde, und dass davon 77% auf BioNTech entfallen. Und es ist der BioNTech-Impfstoff, der bislang als einziger dafür im Gespräch ist, an Kinder verimpft zu werden. Ab 12 Jahren bislang. Und wenn wir jetzt anschauen, die Zahl der Toten zwischen 10 und 19 Jahren, die an oder mit Corona gestorben sind, dann sind das 6. Und die Kosten ist ein schlechtes Wort, die riesigen Nutzenabwägung hier ist nach Ansicht von Kritikern durchaus fragwürdig. Ich kenne viele Menschen inzwischen, die sich überlegen, Deutschland zu verlassen, weil sie Angst davor haben, dass ihre Kinder bzw. sie damit auch massiv unter Druck gesetzt werden, dass geimpft wird. Ja, das ist ein Thema, das im Moment massiv die Gemüter bewegt. Die zweite Frage richtete sich dann nach einem Bericht des Beirates des Gesundheitsministeriums, weil wir erfahren ja seit einem Jahr nichts anderes, als dass die Intensivstationen an der Grenze sind, dass die Überlastung dort eigentlich schon vorhanden ist. Und jetzt hat dieser Beirat festgestellt, dass im letzten Jahr im Jahresdurchschnitt die Zahl der Covid-19-positiv Getesteten auf den Intensivstationen bei 4% lag und dass die Krankenhäuser nie an der Grenze des Belastbaren waren. Und ich bat heute die Bundesregierung, das aufzulösen. Schauen Sie sich das an. Dann geht es weiter mit Herrn Reitschuster. Eine Frage an Herrn Seibert bzw. Herr Gülde. Der Beirat des Gesundheitsministeriums ist zum Ergebnis gekommen, dass im Jahresdurchschnitt 2020 4% der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt waren. Die Begründung für die Corona-Maßnahmen war ja immer die sehr angespannte Situation auf den Intensivstationen. Wegen Corona könnten Sie den Widerspruch für mich auflösen. Danke. Gerne. Herr Reitschuster, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Widerspruch.
Grundsätzlich folgten die Maßnahmen gerade dem Ziel, die Intensivstationen nicht zu überlasten. Deutschland ist bislang relativ gut durch die Pandemie gekommen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben bislang immerhin 80.000 Tote zu verzeichnen. Das ist kein Grund zur Freude. Und viele Menschen, die auch nachträglich natürlich noch mit den Folgen von Corona zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz ist es uns mit diesen Maßnahmen gelungen, einer Überlastung des Gesundheitswesens in Deutschland vorzubeugen. Und das ist im Grunde genommen das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Noch eine Nachfrage? Es gab immer wieder Berichte, Medienberichte, dass die Intensivstationen an ihrer Grenze sind bereits. Es gab sogar Medienberichte über Triage. Der Beirat sagt nun, die Pandemie hat die stationäre Versorgung zu keinem Zeitpunkt an ihre Grenzen gebracht. Waren diese Medienberichte falsch? Danke. Ich werde hier keine einzelnen Medienberichte kommentieren. Wir haben natürlich immer über die aktuelle Situation auf den Intensivstationen und zur Auslastung des Gesundheitswesens berichtet und über einzelne Medienberichterstattungen oder möglicherweise auch Zuspitzungen kann ich natürlich jetzt hier nichts sagen. Ich möchte aber gerne hinzufügen, Herr Reitschuster, es gab nicht nur Medienberichte, es gab glasklare Aussagen von Menschen, Ärzten wie auch Pflegepersonal, die Verantwortung tagtäglich in Intensivstationen tragen und die berichtet haben aus ihrem Alltag am Rande der Überlastung. Da gab es ganz klare Aussagen und das sind nicht nur Medienberichte, sondern das sind Stimmen von Menschen, die es tagtäglich erleben. Besonders bemerkenswert in meinen Augen die Antwort von Herrn Seibert, denn ich sehe da nur ein Entweder-Oder. Entweder der Beirat des Gesundheitsministeriums sagt nicht die Wahrheit oder diejenigen, die Herr Seibert zitiert. Klären Sie mich auf, wenn Sie intelligenter sind als ich, wenn Sie eine andere Lösung sehen. Aber irgendwo beißt sich das, weil dann stimmt es nicht, wenn das, was Herr Seibert sagt, zutrifft, was der Beirat festgestellt hat. Und dann kommt ja noch als ein weiterer Faktor hinzu, dass sich hier noch viele, viele unsichere Faktoren mit ergeben, wie zum Beispiel die Tatsache, dass in den Krankenhäusern schon vor Corona ja oft die Belastungsgrenze erreicht war. Und das wäre dann vielleicht die Auflösung, wenn man jetzt nachdenkt. Das könnte die Auflösung sein. Wir haben ja viele Berichte, auch zum Beispiel von diesem Pfleger Ricardo Lange, der ja hier in der Bundespressekonferenz einen legendären Auftritt hatte. Und was ich jetzt erfahren habe, das ist unglaublich spannend. Ich kann nur die Quelle nicht nennen. Ich habe erfahren, dass der sich schon vor der Bundespressekonferenz in einem Interview sehr, sehr kritisch geäußert hat, weil im Tagesspiegel war er ja bisher immer so eher, da wurde er ja interviewt und das klang dann immer so, als sei er doch eher auf Linie. Und wenn das tatsächlich so ist, dann ist es natürlich eine phänomenale Fehlleistung vom Gesundheitsministerium, dass man dann jemand hier mitbringt, der die eigene Politik massiv kritisiert. Also man könnte jetzt sagen, wenn man dem Herrn Spahn unterstellt, er ist Musterdemokrat und er mag vor laufender Kamera kritisiert werden, dass er das absichtlich gemacht hat. So wie ich das Ganze aber einschätze und wie ich vor allem auch Herrn Spahn einschätze, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gewünscht war. Also ein sehr interessanter Aspekt hier noch. Dann gab es noch viele weitere Fragen. Klimaschutz war wieder ein großes Thema und schauen Sie sich da meine Frage an. So, dann habe ich Herrn Reitschuster als Nächsten noch. Und eine Frage abschließend. Herrn und eines der Mittel zur Erreichung der Klimaziele ist ja der Ausstieg aus der Kohleenergie. Dazu wird unter anderem auch mehr Gas verfeuert. Das Gas kommt unter anderem zusätzlich aus Russland. Die Russen bauen wiederum bzw. setzen auf Kohlekraftwerke, um mehr Gas nach Deutschland liefern zu können. Könnten Sie diesen Widerspruch für mich auflösen? Danke. Ich würde erstmal die These bestreiten, dass wir unbedingt mehr Gas verbrauchen werden. Wir brauchen Gas noch für den Übergangszeitraum, aber das wird nicht mehr viel, viel mehr sein, als wir es jetzt haben. Aber im Übergangszeitraum haben Sie das selber gesagt, dass Sie sich dann der Widerspruch für den Übergangszeitraum aufzurufen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht den Widerspruch.
Ja, warum das Umweltministerium den Widerspruch nicht zieht, verstehe ich nicht. Ich sehe den Widerspruch, der geht auch noch weiter bei Atomenergie, ist es ja auch so. Für die Abschaltung der Atomenergie brauchen wir auch mehr Gas. Was machen die Russen, damit sie uns mehr Gas liefern können? Sie bauen neue Atomkraftwerke. Aber in unserer schönen heile Weltvorstellung, backe Kuchen, Pippi Langstrumpf, ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt, da passt das eben nicht, wenn die Realität irgendwo zu einer Kollision kommt mit dem Wunderschönen, was wir wünschen und was wir wollen, und dann verdrängt man es im Zweifelsfall. Ganz großes Thema war heute noch Afghanistan. Das schneide ich dann ganz am Schluss hier noch rein nach dem Backstage, damit Sie sehen, wie zentral heute auch die Rolle hier von Afghanistan war. Jetzt noch ein paar andere Fragen, die ich hier mit reinschneide. Robert, alles 45 mit Somalia und Kenia, da kam es jetzt letzte Woche zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Staaten auf Grundlage einer Friedensinitiative von Katar, da kommen Spender dazu. Wie bewerten Sie die dritte Rolle Katars in dem Konflikt? Dazu muss ich Ihnen die Antwort nachreichen. Dann gehen wir nach Jerusalem. Da hatte Herr Ayers, der ist hier im Saal, aber hatte mir gleichwohl eine Frage geschickt, die ich hier gerne vortrage. Er sagt, wir vermissen immer noch die Meinung der Bundesregierung über die Gewalt der israelischen Streitkräfte gegen die palästinensische Bevölkerung in Jerusalem, insbesondere gegen das Viertel Sheikh Jarrah und über die Angriffe auf Anbeter der Al-Aqsa-Moschee. Die ganze Welt verurteilt und Berlin schweigt, stellt er fest. Nee, Berlin schweigt nicht. Also Herr Ayers sitzt dort, ja? Ich weiß, ja. Damit Sie wissen, wen Sie ansprechen. Berlin schweigt nicht, sondern Berlin steht in intensivem Kontakt mit seinen Partnern in der Region. Der Außenminister hat gestern mit dem jordanischen Außenminister telefoniert und er stand auch übers Wochenende in Kontakt mit seinem israelischen Kollegen. Nach dem Telefonat mit dem jordanischen Amtskollegen hat er sich auch auf Twitter geäußert. Das haben Sie vielleicht gesehen. Und nochmal große Sorge über eine Eskalation der Gewalt dort in Jerusalem zum Ausdruck gebracht. Okay, dann Herr Feldhoff, bitte. Herr Gülde, uns ist heute Morgen in der Nachricht überrascht worden, dass jetzt Johnson & Johnson die Priorisierung aufgehoben worden ist. Woher kommt diese plötzliche, ich will nicht sagen Sinneswandel, aber woher kommt diese Nachricht, woher diese Entscheidung, nachdem ja letzte Woche schon AstraZeneca sozusagen entpriorisiert wurde? Ja, dazu hat sich der Minister ja heute Morgen auch in einer PK geäußert. Darauf möchte ich auch gerne verweisen. Grundsätzlich ist es so, wir haben bei Johnson & Johnson teilweise mit ähnlichen Vorbehalten dann zu tun. Und wir haben uns halt eben tatsächlich dazu entschlossen, diese Priorisierung aufzugeben und genau so zu verfahren wie mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Das ermöglicht uns es natürlich halt eben auch mit dem Impftempo insgesamt zuzulegen. Und weiterhin ist es halt eben so, dass auch für unter 60-Jährige eine Impfung mit Johnson & Johnson möglich ist, nach einem ausführlichen Aufklärungsgespräch und einer individuellen Risikoabwägung mit dem zuständigen Arzt. Nur, ob ich das richtig verstehe, der entscheidende Punkt für die Entscheidung der Aufhebung der Priorisierung ist, dass Sie sagen, dass wie bei AstraZeneca sehen, das wollen nicht genug Menschen, weil sie Angst vor Thrombosen haben zum Beispiel. Also wie gesagt, es gab ähnliche Berichte halt eben dahingehend, und zurzeit sehen wir halt eben, dass wir, dass Johnson & Johnson halt seine Lieferzusagen einhält. Das war ja vor einigen Wochen noch nicht abzusehen. Das heißt, dass wir mit sehr hohen Impfstoffdosen rechnen können. Also Ende Mai rechnen wir mit 1 Million Dosen und bis Ende Juni 8 Millionen Dosen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Impfstoffdosen verfügbar und wollen da natürlich dann entsprechend auch mit diesem Impftempo zulegen. Und das bietet dann auch natürlich an, dass man da die Impfpriorisierung aufhebt. Herr Mierkamp. Zwei Fragen. Die eine schließt sich so ein bisschen an die Frage des Kollegen Feldhoff an. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der Minister heute Morgen in seiner Pressekonferenz vorgerechnet, dass etwa die Hälfte der Impfstoffzusagen, die es jetzt von Johnson & Johnson gibt, an über 60-Jährige
verimpft werden könnte und deswegen auch die Freigabe. Wäre es denn nicht möglich, dann zu sagen, wenn jetzt die andere Hälfte jetzt nicht an freiwillige unter 60-Jährige verimpft werden kann, die dann sozusagen freizugeben und dann an Länder auszuliefern oder zuzuführen, die nicht genug Impfstoffe haben? Die zweite Frage bezieht sich nochmal auf die Öffnungsperspektive. Da hat der Minister heute Morgen in seiner Pressekonferenz, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor allem Überbietungswettbewerb, was jetzt Öffnungen angeht, gewarnt. Können Sie das noch mal ein bisschen präzisieren? Hat er da bestimmte Maßnahmen im Auge oder war das mehr so eine allgemeine Bemerkung? Vielleicht erstmal zur ersten Frage, Johnson & Johnson. Also da kann ich jetzt möglichen Gesprächen nicht vorgreifen, inwieweit da auch eine Freigabe von bestimmten Impfstoffchargen da möglich ist für eine Lieferung an andere Länder. Grundsätzlich ist es aber so bei Johnson & Johnson, wissen Sie, dass da nur eine Impfung nötig ist. Das heißt, es bietet sich auch durchaus an, Menschen damit zu impfen, die schwerer zu erreichen sind. Das machen ja die Länder inzwischen auch durchaus, also etwa wohnungslose Menschen und andere. Und insofern, das ist jetzt halt eben zurzeit die Strategie, die wir mit Johnson & Johnson fahren. Zu den möglichen Lockerungen, ja, da hat sich der Minister heute dazu geäußert. Das kann ich hier jetzt aber nicht präzisieren. Ich meine, er hat ganz klar gesagt, wenn lockern, dann vorsichtig und anhand der entsprechenden Inzidenzen, die wir halt eben in den Ländern haben. Und wenn, dann auch in erster Linie Außengastronomie beispielsweise oder alle Aktivitäten, die eher im Äußeren stattfinden. Ja, und das war es heute aus der Bundespressekonferenz. Danke, dass Sie da waren. Danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Schauen Sie wieder rein. Abonnieren Sie den Kanal. Bleiben Sie dabei. Ja, was ich fast noch vergessen hätte mit der Bundesnotbremse. Da wird ja jetzt so getan von den Verteidigern. Ja, die hat uns gerettet. Und wenn man dann aber sich das genau anschaut, dann hat die Schweiz ohne die Bundesnotbremse genau die gleiche Fast-Entwicklung. Und inzwischen gibt es da auch viele kritische Stimmen zu dieser Bundesnotbremse, die sagen, da ist eben der Zusammenhang nicht gegeben. Ich habe da einen großen Artikel auf der Seite, schauen Sie sich das an, sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, mein Tipp ist ja immer noch, jetzt wird uns der normale Rückgang jeder Erkältungskrankheit im Frühling Richtung Sommer wird uns jetzt dann als großer Erfolg der Bundesregierung verkauft. Im Sommer kommt dann die große Erzählung, dass die Bundesregierung uns gerettet hat und dann im September alle brav wieder diejenigen wählen, die uns gerettet haben. Und im Herbst kann man dann wieder völlig unerwartet erleben, dass es doch wieder böse, böse Viren gibt, die zurückkommen. Ich hoffe, ich irre mich. Ich wünsche es mir ganz, ganz sehr. Alles Gute. Danke. Ciao. Kein anständiges Backstage, das ich heute habe, aber weil die Zeiten so traurig sind, erzähle ich Ihnen noch eine Geschichte von Wladimir Putin, den ich ja auch persönlich kenne und trotzdem nicht sehr schätze. Und zwar eine Geschichte, die ich wirklich aus erster Hand habe und die ist so witzig, dass ich sie erzählen möchte. Und zwar war Wladimir Putin noch in den Anfangsjahren, als er auch noch relativ unsicher war, da machte er einen Besuch bei Michalkow. Das ist derjenige, der schon für Stalin die Nationalhymne gemacht hat, der sie dann für Brezhnev gemacht hat und der sie dann auch für Putin neu gemacht hat. Und der wohnt in so einem alten stalinischen Hochhaus. Und unten war das so, Putin wurde dann mit einem Blumenstrauß ausgestattet. Also seine Leute bekamen diesen Blumenstrauß. Und der ging in den Lift mit 4 Leibwächtern, die hielten den Blumenstrauß. Und er sollte dann hochfahren in die 9. Etage. Und da stand dann schon Michalkow, der ihn dann in Empfang nehmen sollte. Und das war alles wunderbar geplant. Und wie sich das gehört, unten kam dann die Durchsage von der Leibwache, so das Objekt ist hochgefahren und das Objekt kam oben nicht an. Jetzt worst case, der Präsident der zweitgrößten Atommacht steckt im Lift fest. Und Putin ist ja auch sehr ängstlich und auch seine Leibwache. Und wir wissen alle, dass ein Lift ein sehr verwundbarer Ort ist, weil man da von oben dann einfach reinschießen kann in den Lift. Also Alarmstufe rot. Und damals war es auch so, die sind sehr massiv, diese Häuser, dass man
die Verbindung nicht hatte. Also die konnten weder mit dem Handy herausrufen noch mit ihrer normalen Verbindung. Es gab diese Verbindung nicht. Fragen Sie mich nicht, warum. Vielleicht hatten die auch die Glushilkas dabei, wie das auf Russisch heißt. Also, dass das abgestellt wird, die normale Verbindung, wenn der Präsident da ist. Und man konnte da nicht schnell genug reagieren. Und dann wurde der Notruf betätigt von dem Leibwachenchef, der mit drinnen war. Und die sagten dann, ja, hier ist der Präsident. Und die in der Luft, in der Liftleitzentrale, die sagen dann, ja, veräppeln können wir uns selber, legen auf. Dann kommt nochmal der Anruf und die klingeln nochmal, ja, hier, der Präsident steckt fest, die machen das Gleiche. Beim dritten Mal konnte man dann schon auf irgendwelchen Wegen die verständigen und es ist dann tatsächlich auch ein Lifttechniker gekommen, sehr, sehr schnell für russische Verhältnisse und dann nach etwa einer Viertelstunde kam Putin schweißgebadet oben raus und der Jubilar war mit den Nerven am Ende und Putin war dann in schönsten russischen Mutterflüchen zu hören und seitdem werden, wenn er wirklich einmal irgendwo hingeht, wo ein Lift ist und was nicht zu seinem Regierungsbereich gehört, werden dann die Lifte immer sehr genau überprüft, weil das ein leicht traumatisches Erlebnis gewesen sein soll. Am nächsten Mal wieder neue Geschichten. Ich habe noch viele, von Putin auch einige. Und das war's für heute. Jetzt schauen Sie sich noch Afghanistan an aus der heutigen Bundespressekonferenz. Ich wünsche Ihnen etwas einen schönen Tag, einen wunderschönen Mai. Alles Gute, danke. Herr Seibert, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag auch von mir. Am Wochenende ist in Kabul ein Terroranschlag verübt worden, wie er nicht bösartiger und nicht niederträchtiger hätte sein können. Das Ziel war eine Mädchenschule, wohl aber noch viel grundsätzlicher war das Ziel eine afghanische Gesellschaft, in der Mädchen und Frauen die Bildungschancen haben sollen, die die Terroristen und ihre Hintermänner ihnen vorenthalten wollen. Die Bundesregierung trauert mit den Angehörigen und mit dem afghanischen Volk um die mehr als 60 Todesopfer des Anschlags. Sie sendet alle guten Wünsche zur Genesung an die vielen Verletzten in den Krankenhäusern. In Afghanistan sind in den letzten 20 Jahren bedeutende soziale und gesellschaftliche Fortschritte erzielt worden. Sie dürfen den Menschen dort, Männern wie Frauen, nicht wieder genommen werden. Vielen Dank, Herr Sabat. Dazu gibt es Fragen. Herr Rinke. Herr Seibert, wenn man diesen Anschlag sieht und auch die Fülle von mehr als 100 Attacken, die die Taliban am Wochenende gestartet haben, würden Sie sagen, dass die Bundesregierung wie auch die NATO-Verbündeten vielleicht ihre Abzugspläne für Afghanistan noch mal überdenken sollten? Ja, also kann gerne auch den Kollegen des Auswärtigen Amtes dazu. Zunächst einmal steht dieser wirklich abscheuliche Anschlag ja, selbst für dieses leidgeprüfte Land als ein besonderer Einschnitt da. Aus Sicht der Bundesregierung kommt es jetzt mehr darauf an, dass die Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban wieder aufgenommen werden und dass sie fortgesetzt werden. Eine Waffenruhe wäre hierfür ein guter Beginn. Es gibt die Ankündigung der Taliban zum Ende des Ramadans, eine dreitägige Waffenruhe. Die haben wir zur Kenntnis genommen, aber das muss ich natürlich erst in der Realität beweisen. Verhandlungen bleiben der beste Weg, um in Afghanistan Frieden und Stabilität zu erreichen. Ja, ich würde vielleicht nur ergänzen, wie Herr Seibert gesagt hat, das anhaltend hohe Gewaltniveau im Land ist eines der größten Hindernisse, um den Schutz gerade auch der Hazara-Minderheit besser gewährleisten zu können. Solche Anschläge hat es ja, so schrecklich sie sind, auch in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Und deswegen ist es aus unserer Sicht so wichtig, weiter auf eine umfassende Waffenruhe hinzuarbeiten. Ich glaube, ergänzend lohnt sich noch der Hinweis, dass auch nach der Beendigung des militärischen Einsatzes unsere Unterstützung für die afghanischen Sicherheitskräfte ja weitergeht, sowohl für die Polizei als auch im Bereich der Streitkräfte. Ja. Darf ich noch mal kurz nachfragen? Ja, bitte. Herr Burger, der Aufbau und die Organisation von Mädchenschulen galten ja als einer der positiven Aspekte
der Präsenz von NATO-Truppen und auch Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass die Taliban genau darauf zielen, genau diese Errungenschaften wieder rückgängig zu machen nach dem Abzug? Also in der Tat ist die Frage, wie es gelingen kann, dass die Errungenschaften, die in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, des internationalen Engagements in Afghanistan aufgebaut wurden, nun eben nicht in Gefahr geraten. Das ist natürlich zunächst mal etwas, was durch die Art und Weise, wie es zu einer politischen Verständigung in Afghanistan kommt, gewährleistet werden muss. Der Minister hat sich auch mehrfach zu dieser Frage geäußert. Und er hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, die internationale Gemeinschaft wird Afghanistan weiter unterstützen. Und alle politischen Kräfte in Afghanistan wissen, dass sie auf internationale Unterstützung angewiesen bleiben. Und unsere umfangreiche Unterstützung für Afghanistan ist gebunden an die Erwartung, dass es eben gerade bei entscheidenden Fragen wie Menschenrechten und Frauen- und Mädchenrechten nicht dazu kommt, dass all diese Fortschritte wieder rückgängig gemacht werden. Insofern ist unser Ansatz weiterhin, die Einflussmöglichkeiten, die wir haben, zu nutzen und das Engagement, was wir fortsetzen möchten, zu nutzen, um diese Fortschritte zu erhalten, auch nach dem Abzug der Bundeswehr. Und daran arbeiten wir weiter. Herr Burger, können Sie uns ein bisschen über Ihre Erkenntnisse erzählen, was sozusagen die verschiedenen Machtstrukturen innerhalb der Taliban angeht, die Sie momentan beobachten? Es gibt ja offensichtlich verschiedene Bereiche innerhalb der Taliban, eine, die jetzt auf Anschläge setzen und andere, die sagen, na lass die doch einfach in Ruhe gehen und dann sind wir sie los. Wie würden Sie das momentan beschreiben, diese Taliban-Strukturen? Also da ja die Frage jetzt im Kontext des Anschlags vom Wochenende gestellt wird, würde ich zunächst gerne mal, damit es hier kein Missverständnis gibt, sagen, wir haben derzeit keine gesicherten Erkenntnisse zur Täterschaft bei diesem Anschlag. Bisher hat sich niemand zu dieser Tat bekannt. Sie haben Äußerungen von Seiten der Taliban gesehen, die sich davon distanziert haben. Zur Mehrheit dieser Art von Anschlägen hat sich in der Vergangenheit ihr IPSK, also die Formation der Terrorgruppe IS innerhalb Afghanistans, bekannt. Wir haben dazu aber derzeit keine gesicherten Erkenntnisse. Sie wissen, dass in Doha Friedensgespräche stattfinden zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung. Unser Afghanistan-Sonderbeauftragter, Herr Potzel, ist regelmäßig dort mit beiden Seiten in Kontakt. Und wir bemühen uns mit den Möglichkeiten und Kontakten, die wir haben, diese Friedensgespräche zu unterstützen. Insofern gibt es in diesem Kontext durchaus auch Gesprächskontakte zu den Taliban. Eine vertiefte Analyse kann ich Ihnen hier von dieser Stelle jetzt nicht liefern. Da muss ich um Verständnis bitten. Ich werde sehen, ob ich dazu was nachreichen kann. Herr Jung. Der ursprüngliche Deal mit der Taliban war ja, dass es einen Abzug bis zum 1. Mai gibt, ohne diese Angriffe jetzt zu rechtfertigen. Aber sind diese Angriffe der letzten Tage eine Folge des verschleppten Abzugs? Also ich glaube, Herr Seibert hat zu diesen Angriffen das gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich glaube, man sollte sich davor hüten, irgendeine politische Rechtfertigung für solche Angriffe zu konstruieren. Wir haben uns im Rahmen der NATO in enger Abstimmung mit den USA verständigt, diesen Einsatz, den wir gemeinsam begonnen haben, auch gemeinsam zu beenden auf geordnete und koordinierte Art und Weise. Und daran arbeiten wir derzeit. Sie sagten vorhin, es gäbe ein anhaltendes Gewaltvolumen in Afghanistan. Herr Seibert, Frau Wick, bleibt es dabei, dass Sie Menschen nach Afghanistan abschieben?
in dieser Lage? Dazu haben wir hier in der vergangenen Woche gesprochen. Wir haben gesagt, die Entwicklung in Afghanistan wird grundsätzlich wird sehr intensiv beobachtet. Das geschieht permanent und auf der Basis dieser Beobachtung werden, wenn es nötig ist, Entscheidungen getroffen. Derzeit gilt das, was nun schon eine ganze Weile gilt, aber die Beobachtung läuft und dazu kann ich Ihnen jetzt nicht mehr sagen. Herr Jessen. Herr Burger, Sie haben gesagt, es werde sowohl die Unterstützung für die Sicherheitskräfte weitergehen nach dem Abzug der Truppen, aber auch für zivile Projekte. Wie bereitet die Bundesregierung sich darauf vor? Richten Sie eine Taskforce ein? Auf welcher Ebene wird diese Unterstützung geleistet? Durch Kräfte vor Ort, durch Institutionen, durch Finanzen? Das ist ja eine Situation, die ab September konkret eintritt. Und ich nehme an, Sie bereiten sich auf diese neue Lage vor. Können Sie uns das etwas konkreter darlegen? Ja, ich kann es versuchen. Es ist ja schon in den letzten Jahren so gewesen, dass die internationale Truppenpräsenz nur ein Baustein unseres Engagements in Afghanistan war. Wir haben bei der Geberkonferenz im letzten November zugesagt, dass wir unser ziviles Engagement auch für die nächsten 4 Jahre auf vergleichbarem Niveau aufrechterhalten möchten. Wie gesagt, das verbunden mit der Erwartung, dass das, was im Bereich unter anderem Frauen- und Mädchenrechte erreicht wurde und andere demokratische Errungenschaften der letzten Jahre nicht in Frage gestellt wird. Und deswegen haben wir uns auch in den vergangenen Jahren bereits mit den Strukturen unserer zivilen Zusammenarbeit weitgehend unabhängig von der internationalen Truppenpräsenz aufgestellt. Insofern ändert sich an den Strukturen unserer praktischen Arbeit dort vor Ort jetzt nicht grundlegend etwas. Natürlich hängt das Engagement vor Ort und die Möglichkeiten zum Tätigwerden auch von der weiteren Entwicklung der Sicherheitslage ab. Das werden wir intensiv im Blick behalten. Und natürlich gibt es auch intensive Gespräche über die Frage, wie es mit der Sicherheit des internationalen Engagements vor Ort weitergeht, auch mit den Partnern. Gut, eine Nachfrage. Ja, Nachfrage. Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können. Ansonsten vielleicht das Entwicklungszusammenarbeitsministerium. Können Sie sagen, wie hoch der Umfang finanziell gesehen für Entwicklungszusammenarbeit sein wird, der in den nächsten Jahren nach Afghanistan geht, wenn es denn dann so eine Art, sagen wir mal, Joint Venture ist seitens auch der Bundesregierung? Diese Zahl sollte ich eigentlich präsent haben. Ich werde sie Ihnen hoffentlich innerhalb einer Minute nachreichen können. Ich habe die Zusage vom letzten November, wie gesagt, die bezieht sich auf die nächsten 4 Jahre in einen Gesamtumfang, der auf demselben Niveau liegt wie in den vergangenen Jahren. Das, glaube ich, ist eine Zahl etwas über 400 Millionen Euro pro Jahr. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen die genaue Zahl gleich nenne. Gut, dann würde ich das Thema auch gerne verlassen. Also 430 Millionen pro Jahr, bis zu 430 Millionen pro Jahr.